Alles hat einen Anfang und ein Ende und dieses Real Steel 130A, ja, das wird mich jetzt verlassen. Und warum? Das findest du jetzt raus. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun wieder, dieses Real Steel. Ich habe das schon vor einiger Zeit vorgestellt und das ist jetzt mein Neckknife. Und es wird mich verlassen, weil ich es gegen etwas anderes tausche. Aber bevor ich das tue, will ich noch einmal meine Erfahrungen mit diesem Teil hier mit dir teilen, wenn du das willst. Das Messer ist ja relativ klein. Ich glaube, dass das auch in Deutschland kein Problem ist, das zu tragen. Die Klingenlänge wird passen, es ist kein Einhandöffner. Es ist aber trotz alledem extrem griffig, extrem schneidfreudig und ich bin ja auch grundsätzlich zufrieden damit. Nur bedenke eines, ich habe ein paar Messer und ein paar ist wirklich untertrieben, ich habe viele. Und eines auf oder ab und deswegen es wird getauscht, es kommt jetzt zu meinem Freund und Kollegen, dem Benny Panek, der auch bei mir Survival-Trainings mit anbietet, hat bei mir die Survival-Trainer-Ausbildung gemacht und ja, der kriegt das Ganze jetzt. Ich meine, er muss es nachschleifen, er muss es putzen, aber so ist ganz einfach die Welt, so ist der Deal. Aber jetzt zum Messer selbst. D2-Stahl, einen Hohlschliff und für mich, ich meine, das ist immer sehr individuell, das möchte ich da gleich sagen, also wenn du auf YouTube ein Messer siehst, heißt das noch lange nicht, und jemand sagt, dass das super ist, heißt das noch lange nicht, dass es für dich super ist. Vielleicht passt deine Hand einfach nicht und du greifst anders oder du hast einen anderen Winkel oder du arbeitest anders oder du machst einfach was anders. Du willst gar nicht schnitzen, sondern du willst einfach was aufbrechen oder ein Seil durchschneiden. Kann ja alles sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da hier hinten, da haben die so schöne Griffstücke drauf gemacht und das, ich finde, dass das extrem gut in der Hand liegt. Die haben dann da noch so ein kleines Schnürl drauf. Also es liegt echt fett in der Hand und was mir besonders taugt, ist, dass ich da mit dem Daumen reinfahren kann und das ist super. Und das muss ich auch dazu sagen, ich habe das sehr gern beim Paket aufschneiden auch. Ich nehme das Messer so in die Hand und lasse einfach die Spitze rausschauen. Ne? Und dann kann man schön die Pakete aufschneiden und das tue ich jeden Tag ein paar Mal, nur so zur Information. Mitgeliefert wird eine wunderschöne Kydex-Scheide, die auch was aushält, also da fällt das Messer nicht gleich raus. Ich meine, wenn ich jetzt auf wild mache, klar, fliegt es dann natürlich raus, das ist klar, aber so ganz normal ist überhaupt kein Thema. Das Messer wird mich verlassen und ich bin ein bisschen traurig, das meine ich jetzt ernst, ja, aber auf der anderen Seite, ich kriege ja dafür was anderes und ja, das werde ich da an einer anderen Stelle vorstellen. Wenn du das Real Steel Neckknife 130A auch hast, schreib mir bitte einen Kommentar, was du davon hältst, was sind da deine Meinungen dazu. Link zum Produkt findest du auch unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst und ich hole jetzt das Messer und bring's dem Benny. Bis bald, ciao.